Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch ein bisschen was über das Verkaufslimit erzählen. Was bedeutet das Verkaufslimit? Das Verkaufslimit ist halt, ihr habt halt eine bestimmte Anzahl an Fahrzeuge, die ihr am Tag verkaufen könnt. Tut ihr diese überschreiten, steigt ihr immer und immer mehr im Cheater-Level und damit könnt ihr dann mit der Zeit immer weniger Fahrzeuge verkaufen und euch werden dann auch noch die Kennzeichen weggenommen. Ich werde euch auf jeden Fall ein bisschen was über das Level erklären, wie viele Fahrzeuge ihr verkaufen dürft, was das einzelne Level zu bedeuten hat. Zunächst einmal müssen wir unterscheiden zwischen saubere und schmutzige Kopien. Was sind schmutzige Kopien? Schmutzige Kopien sind alle Autos, die ihr per KiffCast for Friends bekommt, von euren Freunden oder Bekannten. Und natürlich auch Autos, wo ihr einen Duplizierungsglitch gemacht habt, wo dann ein iPhone-Kennzeichen benötigt wurde und ihr einfach keins drauf gemacht habt. Und wenn ihr so ein Fahrzeug verkauft, zählt das als 99 verkaufte Fahrzeuge. Und somit steigt ihr sehr, 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 sehr schnell im Cheater-Level an. Und das dürft ihr auf keinen Fall machen. Wenn ihr unbedingt alte Fahrzeuge habt, die ihr loswerden wollt und ich weiß, wie ihr die loswerden könnt, dann checkt einfach mal das Video ab, werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Das geht ganz schnell und ist auch wirklich einfach. Zunächst einmal, wie viele Autos dürft ihr denn am Tag verkaufen? Und zwar dürft ihr pro zwei Stunden dürft ihr 2 Autos verkaufen. In 30 Stunden dürft ihr 7 Autos verkaufen. Aber beachtet bitte, dass die Zeit erst anfängt zu laufen, sobald ihr das letzte Auto verkauft habt. Habt ihr das letzte Auto verkauft, fangen die 30 Stunden an zu laufen. Also dann am besten die Füße stillhalten. Und zwar seid ihr schon im Cheater-Level angekommen. Das heißt, wenn ihr nur noch 10 Fahrzeuge am Tag verkaufen könnt. Das heißt, ihr verkauft 10 Fahrzeuge am Tag und danach bekommt ihr eine Meldung, dass ihr bereits im Cheater-Level angekommen seid, dann wisst ihr, dass ihr im Cheater-Level 1 angekommen seid. Wenn ihr im zweiten Cheater-Level angekommen seid, dürft ihr nur noch 8 Autos am Tag verkaufen. Seid ihr im dritten Cheater-Level angekommen, dürft ihr nur noch 6 Autos am Tag verkaufen. Seid ihr im vierten Cheater-Level angekommen, dürft ihr nur noch 5 Autos am Tag verkaufen. Und dazu gibt es noch zu beachten, seid ihr dann im vierten Cheater-Level angekommen, werden euch auch die persönlichen Kennzeichen weggenommen. Das heißt, wenn ihr euch über die iPhone-App Kennzeichen erstellt habt, die werden euch dann von Rockstar weggenommen. Aber da müsst ihr keine Angst haben, die bekommt ihr auch wieder. Das gleiche Problem, das hatte ich auch, mir hat auch Rockstar mal meine Kennzeichen weggenommen. Und dann habe ich mal für 2-3 Monate Füße stillgehalten, gar kein Auto verkauft. Und ja, danach habe ich meine Kennzeichen auch wiederbekommen. Das heißt, wenn ihr mal in einem Cheater-Level angekommen seid und dann einfach mal ein bisschen die Füße stillhaltet, dann sinkt ihr auch immer und immer und immer mehr im Cheater-Level. Das heißt, ihr bleibt nicht permanent auf dem gleichen Level. So, seid ihr im fünften Cheater-Level angekommen, dürft ihr dann nur noch 4 Autos am Tag verkaufen. Seid ihr im sechsten Cheater-Level angekommen, dürft ihr noch 3 Autos am Tag verkaufen. Im siebten Cheater-Level könnt ihr nur noch 3 Autos am Tag verkaufen und ihr habt einen Strafkarton von vier Monaten. Das heißt, ihr seid dann für 4 Monate lang in diesem Cheater-Level drin. Seid ihr dann im 8. Cheater-Level, könnt ihr nur noch 2 Autos verkaufen. Im 9. Cheater-Level und 10. Cheater-Level könnt ihr nur noch 1 Auto am Tag verkaufen. Und aus diesem Cheater-Level kommt ihr auch so schnell nicht mehr raus. Meiner Meinung nach kommt man aus dem 10. Cheater-Level gar nicht mehr raus. Und aus dem 9. kommt man, glaube ich, nach 3 Jahren ungefähr wieder raus. Also wenn ihr da unten angekommen seid, dann ja, kommt ihr da wirklich so schnell nicht mehr raus. Aber wenn ihr so alles so einhaltet, wie ich euch das gerade erklärt habe, das heißt alle 2 Stunden 2 Autos, in 30 Stunden 7 Autos und wenn das dann auch noch saubere Kopien sind, dann müsstet ihr eigentlich keine Angst haben, dass euch da irgendwas passiert. Und das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.